Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich erläutere Ihnen heute kurz die Anwendung der Funkgeräte für die Streckenposten bei der diesjährigen Formel 1 am Nürburgring. Die Funkeinheiten bestehen aus zwei Komponenten. Zum einen der Hörsprechgarnitur und zum anderen dem Funkgerät. Kommen wir zunächst zur Hörsprechgarnitur. Setzen Sie das Headset bitte auf und achten Sie dabei darauf, dass der Abstand zwischen Mikrofon und dem Mund möglichst gering ist. Nun nehmen wir das Funkgerät dazu. Vergessen Sie bitte nicht, das Funkgerät einzuschalten und die gewünschte Lautstärke einzustellen. Um nun eine Verbindung mit der Zentrale aufzubauen, drücken Sie einmal die grüne Ruftaste auf der Seite des Funkgerätes. Warten Sie dann einfach ab, bis die Zentrale sich bei Ihnen meldet. Um der Zentrale antworten zu können, drücken Sie die Sprechtaste und halten Sie die Taste so lange, wie Sie sprechen. Lassen Sie die Taste los, um die Antwort der Zentrale zu hören. Jedes Funkgespräch wird von der Zentrale beendet. Der umgekehrte Vorgang, dass Sie gerufen werden, ist noch einfacher. Der Ruf von der Zentrale erreicht Sie und Sie hören den Ruf sofort in Ihrem Kopfhörer. Um der Zentrale zu antworten, müssen Sie dann nur die Sprechtaste drücken, während Sie sprechen, und die Taste loslassen, um die Antwort der Zentrale zu hören. Wir wiederholen die ganze Sache noch einmal. Zunächst mal setzen wir die Hörsprechgarnitur auf. Bitte beachten Sie, dass der Abstand zwischen Mikrofon und Mund möglichst gering ist. Dann nehmen Sie das Funkgerät und die Sprechtaste in die Hand. Drücken zum Aufbau einer Verbindung mit der Zentrale die grüne Taste und warten, bis sich die Zentrale bei Ihnen meldet. Wollen Sie der Zentrale nun antworten, drücken Sie die Sprechtaste und halten Sie die Taste so lange, wie Sie sprechen. Lassen Sie die Taste los, damit die Zentrale Ihnen antworten kann. Vergessen Sie bitte nicht, dass das Funkgerät am Morgen, bevor Sie es benutzen möchten, auch eingeschaltet werden muss und die entsprechende Lautstärke eingestellt wird. Zum Schluss möchte ich noch auf den Akkuwechsel hinweisen. Sie nehmen das Funkgerät auf der Rückseite, ziehen mit der rechten Hand die Lasche unter dem Funkgerät herunter und drücken mit der linken Hand den Akku aus seiner Arretierung. Dann nehmen Sie den leeren Akku vom Gerät ab und nehmen einen frischen Akku aus der Tasche, den Sie in der Reihenfolge rückwärts wieder aufsetzen und ins Gerät einrasten lassen. Das Gerät ist sofort wieder einsatzbereit.